An den Finanzmärkten dieser Welt tobte heute der perfekte Sturm und der Wind kam aus Osten, aus Fernosten genauer gesagt, nämlich aus China. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Es ist scheinbar eine Story ohne Ende, was da in China passiert. Faktisch, das muss man einfach mal klar sagen, reflektiert eben dieser Sturm die realen Bedingungen in China von wegen 6,9% Wachstum oder 7,0% Wachstum. Das ist einfach nicht der Fall. Das sind Fantasiezahlen, die man getrost in die Tonne klopfen kann. Es ist vielmehr so, dass die Dinge hier wirklich im Argen liegen in China. Blickt man auf den Immobilienmarkt, blickt man auf die Produktion, den ganzen produzierenden Sektor, ist man stark im Niedergang. Ganze Branchen gehen derzeit unter und so langsam ist das eben in den Finanzmärkten eingepreist oder wird es in den Finanzmärkten eingepreist. Wenn man sich mal die Kurs-Gewinn-Verhältnisse der Aktien etwa in Shanghai anschaut, dann sind die immer noch extrem hoch, also da ist noch eine Menge Platz nach unten. Die Märkte heute, die waren schockiert, erstens durch die starke Abwertung des Yuan einmal mehr. Die Notenbank in China hat den Referenzkurs so stark gesenkt für den Yuan zum US-Dollar wie seit der ganz großen Abwertung seit August nicht mehr. Dann wurde der Handel eröffnet in China und nach einer halben Stunde war schon wieder Schluss. Der sogenannte Circuit Breaker trat in Kraft, also eine Volatilitätsunterbrechung, die bei minus 5 oder plus 5% eben in Kraft tritt. Neue Regel, die erst am 1. Januar ja in Kraft getreten war. Dann ging es nochmal 2-3 Minuten weiter, dann waren die minus 7% erreicht und nach dieser Circuit Breaker Regel ist dann Schluss für den gesamten Handelstag. Die Panikwellen, die wälzten sich über die Finanzmärkte. Wir sahen schwere Verwerfungen, sahen Flucht in die sicheren Häfen, deutsche Staatsanleihen, Yen etc. und sahen eben Risikoassets schwer unter Druck. Der DAX minus 4%, der Dow mit einem Verlust von über 500 Punkten auf Future-Basis. Aber dann haben sich die Börsenregulierer im Reich der Mitte eines Besseren besonnen und haben diesen Circuit Breaker, also diesen Unterbrechungsmechanismus, abgeschafft mit sofortiger Wirkung, indem man gesagt hat, also es richtet mehr Schaden an, als es nutzt. Erst am 4. Dezember hatte man ja diese Maßnahme beschlossen, am 1. Januar war sie in Kraft getreten und nach 4 Handelstagen ist sie schon wieder passé. Das zeigt, wie planlos man hier in China agiert, in Peking agiert seitens der Machthaber. Und man ist schlichtweg mit freien Märkten überfordert oder einigermaßen freien Märkten überfordert. Das zeigt sich immer wieder. Und das zeigt sich eben auch zum Beispiel an der Setzung des Referenzkurses des Yuan, den man eben so tief angesetzt hatte, dass fast schon klar war, dass da wieder Panik dabei kommt. Dann hat man aller Wahrscheinlichkeit nach die Geschäftsbanken des Landes angewiesen, den Yuan doch wieder zu stützen. Also was soll das Ganze? Man muss sich wirklich fragen, ob da überhaupt noch ein Plan besteht oder ob das einfach der Versuch ist, irgendwie einem Chaos Herr zu werden, den selbst Profis aus den USA etwa, die deutlich gewiefter sind in Sachen Finanzmärkte, wohl kaum kontrollieren könnten. Wie auch immer, diese Abschaffung des Circuit Breakers, dieses Unterbrechungsmechanismus, die hat die Märkte jetzt nochmal in den letzten Minuten, in der letzten guten Stunde jetzt nach oben gebracht. Es ist nur die Frage, wie jetzt dann die chinesischen Märkte heute Nacht reagieren werden. Möglicherweise sehen wir da eine Rallye, muss aber nicht sein. Auf jeden Fall ist dieser Mechanismus jetzt außer Kraft gesetzt. Gleichzeitig hat die Börsenaufsicht beschlossen, dass Großinvestoren, die mindestens 5% an einem Unternehmen halten, dürfen bis Freitag, so die alte Regel, ihre Bestände nicht verkaufen. Das war die Antipanikmaßnahme aus dem Sommer. Aber diese Regel ist jetzt auch außer Kraft gesetzt. Sie dürfen verkaufen, allerdings nur 1% und das müssen Sie Wochen vorher ankündigen. Also so wirklich frei ist das nach wie vor nicht. Es ist eine kleine Lockerung, aber auch das wieder so eine halbe Maßnahme, die nicht wirklich klar macht, wohin man will seitens der Regulierer, seitens der Machthaber. Und das ist eben all das, was die Märkte im Reich der Mitte unter Druck bringt und damit eben auch die westlichen Märkte stark verunsichert. Wir haben heute praktisch keine Konjunkturdaten, die von Relevanz wären. Industrieproduktion aus Deutschland überraschend gut, aber die Frage ist, ist das eine Ausreißer nach oben? Ansonsten war nicht wirklich viel los. Wir sahen sehr schwache Daten aus. Kanada, Einkaufsmanager-Index fällt unter die 50er-Marke. Wir sehen Dänemark, das den Einlagezins spektakulär erhöht hat von minus 0,75 auf minus 0,65%. Das war es aber schon. Ansonsten dominiert eben das Thema China heute völlig. All diese Informationen, wie es mit China weitergeht und warum die Dinge so sind, wie sie sind und wie sie werden könnten, das sehen Sie bei Finanzmarktwelt
DE. Jetzt schauen wir rein in die Charts und gucken, wie derzeit die Lage sich darstellt. Und das ist der DAX, der es wieder hurra über die 10.000er Marke geschafft hat. Wir sind im Tief knapp über der 9.800er Marke gewesen. Das war ein leichtes Unterstützungsniveau. Die 9.880er Marke ist gebrochen worden, aber dann eben dieser Circuit Breaker, die Aufhebung des Circuit Breakers in China, und das hat den DAX nach oben gebracht, das hat die westlichen Finanzmärkte insgesamt nach oben gebracht, wie der Blick auf den Dow Jones zeigt. Wir sehen hier eben das Schießen mit Aufhebung dieses Circuit Breakers, der interessanterweise auf Weibo, also einer Social Media Plattform, veröffentlicht wurde, ging es hier nach oben, der Dow eben über 16.800 Punkte geschossen. Wir gehen davon aus, dass diese Rallye jetzt noch ein Stück weit anhalten kann. 16.900 ist durchaus drin, möglicherweise versuchen wir nochmal die 17.000er Marke zu testen, dann werden die Karten neu gemischt, aber möglicherweise kommt jetzt eben nochmal weiterer Schub hier nach oben, sieht nicht so schlecht aus. Wenn wir uns den DAX nochmal zurückkehrend anschauen, dann sehen wir, ja, wir könnten hier dieses Gap zumachen nochmal, das wir gerissen haben im Bereich 10.100 und ein paar zerquetschten Punkten. Wir haben ja jetzt am vierten Handelstag das dritte Gap nach unten gerissen, das muss man erstmal schaffen. Jedenfalls diese 10.120er Marke, die ist von Relevanz und dahin könnte es durchaus nochmal gehen, fehlen ja nur noch gut 100 Pünktchen. Schauen wir uns mal den Euro an, der kommt jetzt so unter Druck, nachdem eben hier die Märkte drehen. Wir haben so einen Top gebildet im Bereich 1,0870, wir fallen jetzt unter die Unterstützung, die Intraday immer gehalten hatte, bei 1,0835. Je höher jetzt die Aktienmärkte nochmal springen, umso problematischer für den Euro. Aber bei 1,08, da könnte möglicherweise dann Schluss sein oder eben im Bereich 1,0770 da die nächste Unterstützung. Schauen wir uns mal den Yuan an und da sehen wir, aha, da kommt jetzt so ein bisschen was nach oben für die chinesische Währung, Dollar zu Yuan. Wenn also der Chart hier nach unten geht, dann wird der Yuan, wertet der Yuan auf. Hier also leichte Entspannungstendenzen, das könnte auch erstmal weitergehen. Wir sehen auch eine Erholung hier beim Dollar-Yen, jetzt wieder über der 118er Marke, nachdem wir schon nur noch knapp über 117 waren. Wir sehen, dass das Gold wieder ein bisschen zurückkommt, das heute schon nach oben geschossen war, aber sich nach wie vor über der 1100er Marke hält. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil, dass die Tiefs, die wir heute fast schon bei 32 gemacht haben, nun wieder hinter sich lassen kann, 33,71. Und abschließend noch für die Freunde der Aktie, VW heute wieder einer der Tagesverlierer. Da setzt sich also hier die Talfahrt fort, auch wenn jetzt das Minus eben immer geringer wird aufgrund der steigenden Märkte. Diese steigenden Märkte, die dürften jetzt nochmal eine Zeit lang anhalten. Wie lange, das wird sich zeigen, aber auf jeden Fall ist erstmal die ganz große Panik jetzt raus mit dieser Aufhebung des Circuit Breakers. Wie weit es dann geht, muss man sehen. Nach unten ist derzeit das Potenzial jetzt nicht mehr ganz so groß im kurzen Zeitfenster. Was dann kommt, wie gesagt, dann werden die Karten neu gemischt und Ihnen einen schönen Feierabend. Bis dann, ciao.